Naive Malerei. Ich habe ein Bild von dieser Welt, das mir besonders gut gefällt. Darauf ist sie komplett zu sehen und sie ist bunt und wunderschön. Sie ist braun und grün und blau und weiß. Es gibt Wasser, Wälder, Wüsten, Eis. Auf ihr gibt es Lebensform. Die Vielfalt ist wahrlich enorm. Es gibt Säugetiere und Reptilien, ganze Artenstränge und Familien. Es gibt Insekten, Vögel, Fische und ganz seltsame Gemische. Es gibt Wesen, Kreaturen unterschiedlichster Naturen. Es ist tatsächlich sagenhaft. So viel Leben, so viel Kraft, so immens viel Energie. In jeder Zelle, jedem Vieh, in jeder Spore, jeder Pflanze. Und das ist nicht einmal das Ganze. Das ist nur das, was ich jetzt sehe und schon im Ansatz nicht verstehe. Ich habe ein Bild von dieser Welt, das mir besonders gut gefällt. Darauf sind wir Menschen auch zu sehen. Und wir sind schlau und wir verstehen und wir handeln mit Vernunft und denken immer auch an Zukunft. Nicht nur an das Jetzt und Hier und Heute. Wir sehen die Welt nicht nur als Beute. Wir sehen sie als Lebensraum. Wir wissen, hier zu sein, ja, das ist ein Traum. Und so handeln wir dann auch. Jeder nimmt nur, was er braucht. Es gibt keinen Hass und keine Gier. Und jeder hilft dem anderen hier. Niemand hungert oder durstet. Und kein Tier wird hier verwurstet. Und kein Baum wird hier zersägt, solange er noch Früchte oder Blätter trägt. Es ist eine Welt ganz ohne Not und keiner schlägt den anderen tot. Es gibt keinen Neid und auch kein Geld. Es ist eine wundervolle Welt. Das ist ein Bild von dieser Welt, das mir besonders gut gefällt. Ich schaue es mir an und denke dabei, naja, naive Malerei.